Guten Morgen. Frisur sitzt. Bei Jürgen auch. Wir sind heute völlig erledigt. Von der Tour gestern. Jetzt frühstücken wir erstmal und heute lassen wir es etwas langsamer angehen. Genau. Bis dann. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Heute machen wir mal so eine kleine Tour ja. rund um den Campingplatz und unter anderem zu einem Skywalk. Und ja, da nehmen wir euch einfach mal mit und schaut mal, was da so kommt. Genau. Bis dann. Bis dann. Da steht unser Wohnwagen und das Auto. Und jetzt geht's hier hoch in den Wald. Ein alter Bulli. Überall sehr viel abgeholzt. Ob das jetzt Windbruch ist oder ob das gewollt ist, keine Ahnung. Hier geht es jetzt wieder ganz schön berghoch. Da ist mal wieder am Schnaufen. Und da kommt der Jürgen. Ja, der Wald ist tot. Alles Borkenkäfer, so wie das aussieht. Komplett trocken. Fürchterlich. Guckt euch das an. Das ist nicht schlimm. So viel Wald kaputt hier. Da sind sie dabei, es aufzuräumen. Oder sehr schöner Ausblick. Da hinten ist der Fernsehturm. Das ist der Fernsehturm von Meschede. So, ein bisschen an die Seite. Da vorne kommen Pferde. Schönes altes Gebäude. Könnte man glatten Film drehen hier. Eine sehr tolle Aussicht hier. Was da an der, so, am Haus ist, steht. Das ist das ja. Ja, das habe ich schon mal ein paar Mal gesehen. Das ist alter Bahnhof. Sichtig vor. So, also wenn wir jetzt an den Bahnhof fahren, mache ich hier erstmal vom Haus stehen. Da stehen noch so ein paar alte Waggons. Sehr steiler Weg hier hoch. Bine, du schaffst das! Da kommt sie angerauscht. Das hat sich mal gelohnt, wenn es auch steil war. Das ist schon ganz schön gefährlich. Guckt euch mal die schöne Kapelle an hier. Mal gucken, ob wir hier irgendwas ein bisschen, irgendwie ein bisschen mehr erfahren können.
Da ist ein Schild. Da gucken wir jetzt mal. Ja. Uiuiui. Lörmundburgen und die Kapelle. Jetzt lesen wir uns das mal durch. Vor mehr als 125 Jahren wurde die Kapelle auf dem Lörmund von den Vorfahren unter großen Opfern errichtet. Ja, das glaube ich. Hier oben. Das da unten ist das Dorf Allergen. Oder ich weiß nicht, ob es ein Dorf ist, vielleicht auch eine Stadt. Ich habe keine Ahnung. Na, es geht da hinten noch lang. Hier, guck mal. Ja, hinten. Ja, da hinten geht's lang. Ja. Sehr schöner Ort hier. Majestätisch andächtig. Auch wieder so ein schönes Haus. Hallo mein Schatz. Hi, guten Tag. Akku gewechselt. Ja, jetzt. Und da über den Berg sind wir drüber weggefahren. Hätten wir nicht gemusst, aber... Nein, der Jürgen wollte mich wieder auf den Boden stellen. Nein, wollte ich nicht. Nein. Und jetzt geht's hier wieder einen Berg hoch. Und wieder einen steilen Berg hoch. Und gleich sind wir beim Skywalk. Ich bin mal gespannt. Oh, da geht's auf jeden Fall schon mal ganz schön tief runter. Jetzt sind wir beim Skywalk angekommen. Jetzt schauen wir mal, ne? Ich nehme jetzt. Ja. Darfst du mal? So, warte. Und jetzt nehmen wir euch mit auf den Skywalk. Uiuiui. Ich zeige euch das mal. So, da vorne ist schon der Jürgen. Da kann man nach unten schauen. Oh, eine fantastische Aussicht. Ganz da hinten, vielleicht kann man es auch noch erkennen, ist diese schöne Kapelle auf dem Lörmund.
wo wir vorhin waren. Da ganz mach hinten kann man sie noch sehen. Mach einfach mal das hier kurz und dann geht's weiter. Oh, Jürgen, ich darf nicht nach unten gucken. Dann guck nicht nach unten. Ja. Trau dich, komm. La, 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 la. Komm zu mir. Und hier pfeift der Wind. Ich will nicht nach unten gucken, Sabine. Auch nein. Wenn, auch wenn das ist wie so ein Zwang, dann will man nach unten gucken. Aber man darf nicht nach unten gucken. Nein, man alles guckt auch gut. Nicht nach unten. Alles gut. Oh, ist das schön hier oben. Komm her. Ich will nicht nach unten gucken. Nein, du halt dich hier fest. Halt dich hier fest. Komm her. Ja, ich guck da schon mal unten vor. Es fahren die Autos. Guck mal, da hinten ist die Kapelle. Wo wir waren, da auf dem Berg. Seht ihr mich? Ich lebe noch, aber es ist windig hier. Hier, kannst du sie sehen? Was? Ja, nein, da kann ich nicht weiter. Aber ich zeige euch jetzt mal so einen Rundumblick. Und das ist so windig hier. Ist so ein Panorama-Bild. Niederberg, Arnsberg. Stellt es ein bisschen leise. Und da geht's. Jürgen, ich will nicht. Kannst du mich dann führen? Ja, wohin denn? Nach Hause. Nee, dahin. Nee. Ja. Oh, ich hab's geschafft. Leute, ich sag euch, wenn ihr das nicht machen wollt, macht es nicht. Macht es einfach. Da geht's runter, nach unten. Ich will nach oben gucken und ich will jetzt zurück. Fürs Toll. Ich geh schon mal langsam. Ich geh schon mal langsam. Ich geh schon. Oh, ich hab eben nach unten geguckt. La, 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 la. So. Ich halte mich mal fest, aber ich gucke auch nicht nach unten. Ach, das kleine Mädchen, ach Mann, bestimmt die olle Tante. Hallo! Ich hab's geschafft! Oh. Ich bin wieder zurück, da hinten steht der Jürgen noch. Ich hab's geschafft! Und trotzdem sage ich, wer das nicht machen möchte, sollte es nicht machen. Manche Dinge kann ich nicht, mache ich nicht. Jetzt gehe ich mal wieder zu der Biene. Nee, auch nicht. Es gibt schönere Dinge. Gemacht! Bravo, Sabine, super! Ja. Aber wie gesagt, nicht nach unten gucken. Das hast du gut gemacht. Ja. Komm her, ich muss dich mal drücken. Cool. Super cool. So, jetzt fahren wir unter dem Skywalk durch. So, hier geht es mächtig im Berg runter. Laut Karte ein Single Trail. Und die Biene fährt vorweg. So, jetzt glaube ich, muss ich ausmachen und ich bremsen muss mit beiden Bremsen. Vor dir, gleich rechts abbiegen. Ja, hier hätten wir runterkommen sollen. Komoot sagt, mit dem Fahrrad da lang. Geht gar nicht. Gut, alles klar. So, dann geht's jetzt weiter. Also hier ist noch mal zu sehen, was Komoot meint, wo man mit dem Fahrrad fahren kann. Das ist eigentlich ja, nicht möglich. Aber wir haben den Weg wieder gefunden. Okay, dann geht's jetzt weiter. Das hier, das ist ein Weg, der ist okay, den kann man fahren. Na gut. Da ganz oben hinter dem Baum ist der Skywalk. Jetzt haben wir es gleich geschafft, sind wir wieder da. Wieder zurück am Ziel oder am Ausgangsort. Da sieht man schon den Campingplatz. Auch dazu gibt es noch mal eine Vorstellung von dem Campingplatz. Das verlinken wir euch gleich noch mal oben.
und dann könnt ihr euch das mal anschauen. So, und da steht unsere Lotte. Und zurück. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee, ein paar Kekse. Ich wollte euch jetzt nur mal was zeigen. Das ist von Lotte der kleine Bruder oder die kleine Schwester, keine Ahnung. Er ist ein Stückchen kleiner als unser Wohnwagen. Ist das nicht schön?